Du hast schon 40 unterschiedliche solcher Schuhe oder Produkte in der Hand gehalten. Wie kommt man dann drauf zu sagen, okay, ich mache jetzt das 41. Mhm. und ich mache das besser? Mhm. Wann war so diese Stunde Null, sag ich mal? Mhm. Also wann seid ihr gestartet mit Pummies? Und wann habt ihr diese 10 Millionen, die achtstelligen Umsatzschwelle mhm. geknackt? Du hast gerade schon Ziel angesprochen. Was ist denn das Ziel? Oder die Vision? Ja, die Vision ist es, Pummies zu einer richtigen großen internationalen Marke auszubauen. What's poppin', meine Freunde? Wir sind mal wieder hier. Es geht eine neue Folge Outperform an den Start. Ich habe heute den lieben Eugen bei mir. Ich würde sagen, wir starten mal direkt rein. Eugen, wer bist du? Was machst du? Wieso bist du hier? Ja, du hast mich eingeladen. Auf jeden Fall danke für die Einladung. Mein Name ist Eugen. Ich bin Unternehmer aus Kiel und habe zusammen mit meinem Partner Fat das Unternehmen Pummies. Das ist ein E-Commerce-Shop für bequeme Frauenschuhe und bequeme Frauenkleidung. Nice. Und auf was für Produkte legt ihr euren Fokus bei Pummies? Mhm. Wir haben vor allem solche bequemen Sandalen sozusagen, so bequeme Schuhe, die man vor allem jetzt im Sommer zum Beispiel perfekt für den Urlaub anziehen kann oder im Winter halt auch als Hausschuh benutzen kann. Das ist so unser Spezialprodukt sozusagen, für das unsere Brand quasi bekannt ist. Krass. Ich glaube, ich hatte dich ganz zu Beginn mal gefragt, als wir gesprochen haben. Sag mal, Eugen, sind das nicht die Treter, die man so in diesen ganzen RTL- und Trash-Formaten sieht? Und da meintest du ja, okay, nee, das sind schon Produkte, die, keine Ahnung, die auch gerne kopiert werden. Mhm. Aber das sind genau diese stylischen Sandaletten, wie man sie auch von Yeezy oder sonst was bekommt, ne? So optisch. Genau, optisch gibt es halt viele Gemeinsamkeiten. Also es gibt von unserem Schuh habe ich bestimmt irgendwie 40 unterschiedliche Varianten in den Händen gehalten. Krass. Und jede Variante hat eine unterschiedliche Materialzusammensetzung. Einige sind härter, einige sind weicher. Und ich würde behaupten, dass unsere einfach so die weichsten, bequemsten sind. Und muss man einfach mal ausprobieren. Das werde ich auf jeden Fall tun. Du hast mir ja vorhin schon einen schönen Voucher mitgebracht, dass man das mal testet. Was mich mal interessieren würde, und vielleicht auch die anderen, haben wir bisher noch nicht gemacht in dem Format, aber was bist du für ein Typ? Was ist dir persönlich wichtig als Mensch? Sag ich mal, neben dem Unternehmertum, so was machst du in deiner Freizeit? Also ich finde, also was mir persönlich wichtig ist, das ist natürlich eine allgemeine Frage. Ja. Für mich ist es auf jeden Fall wichtig, persönlich zu wachsen. Also jeder redet ja von Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, aber das ist einfach das Buzzword. Und für viele ist Persönlichkeitsentwicklung einfach morgens irgendwie 5 am aufzustehen, Yoga zu machen, irgendwie in ein kaltes Wasser oder sowas zu springen. Aber schon mal gemacht? Sowas in die Richtung? Oder ja, ausprobiert? Also, so richtig ins kalte Wasser. Also ich habe mal draußen ich komme ja aus Kiel, das ist ja an der Ostsee. Und genau, da ist man schon mal im Winter irgendwie mal reingesprungen. Aber jetzt, so ein Quatsch habe ich jetzt eigentlich nicht durchgezogen. Das heißt keine Morning Routines oder so? Nicht wirklich. Also man hat ein paar Sachen ausprobiert, aber jetzt nicht, dass ich das irgendwie über ein Jahr oder 5 Jahre oder sowas durchgezogen habe. Persönlichkeitsentwicklung ist halt für mich, dass man immer neue Sachen kennenlernt, neue Probleme anstößt, neue Probleme bewältigt und einfach mal einfach neue Dinge lernt. Und das ist mir auf jeden Fall wichtig. Und ich finde, das Unternehmertum ist das perfekte Vehikel, um einfach persönlich zu wachsen. Also als Unternehmer musst du dich ja mit unterschiedlichen Sachen auskennen. Mhm. Du musst Mitarbeiter führen können, du musst wissen, wie das steuerlich aussieht. Du musst dich mit politischen Sachen auskennen, mit den neuesten Gesetzgebungen. Du musst rhetorisch dich verbessern und so weiter und so fort. Und das macht mir auf jeden Fall Spaß, mich einfach in unterschiedlichen Dingen zu verbessern. Mhm. Und ich weiß einfach, dass es kein Ende hat. Und ich weiß zum Beispiel, dass ich das Ganze mit 50, mit 60, mit 70 gerne auch weitermachen will und mich einfach immer weiterentwickeln will. Ja. Nee, finde ich absolut richtig. Also ich finde auch, dass wenn man eine Company gründet, und du hast ja vorher diese ganzen Background-Infos nicht, was da auf dich zukommt. Ganz ehrlich, man liest vielleicht vorher viel, Leute erzählen einem ein bisschen was, aber am Ende, wenn du ins Doing gehst, du wirst halt einfach so erschlagen und dann kommen so viele Sachen dazu, die du nicht weißt. Also keine Ahnung, ich würde sagen 80% wahrscheinlich weißt du noch nicht. Und sich da reinzufuchsen, das finde ich auch, fordert einen. Und das ist das Coole, finde ich, und was du wahrscheinlich auch meinst. Und man entwickelt sich halt brutal, ne? Also man wächst über sich und an sich selber. Auf jeden Fall. Also ja. Vor allem, finde ich, hat man auch irgendwann so ein beruhigendes Gefühl, wenn man an eine Sache stößt, die man halt noch nicht weiß oder irgendein Problem, was man noch nicht bewältigt hat. Und irgendwann hat man so ein
ruhigeres Gefühl, weil man weiß, hey, das ist normal. Ich habe auch schon vorher andere Probleme bewältigt und das ist einfach nur der nächste Step und den schafft man irgendwie. Ey, mega cool, dass du diesen Podcast hörst. Das freut mich wirklich sehr. Wenn du hier was mitnehmen kannst für dich und dein Business, dann fände ich es ultra korrekt, wenn du mir ein Like auf das Video dalässt oder den Kanal abonnierst oder vielleicht sogar eine coole Bewertung bei Spotify schreiben würdest. Das hilft uns ungemein, dieses Format weiteren Menschen und marketinginteressierten Leuten zugänglich zu machen. Und genau das ist am Ende das, warum wir das machen. Deswegen, ey, wenn es dir gefällt, was mich mega freut, dann ja, support uns gerne. Und ich würde sagen, jetzt geht's weiter mit der Folge. Richtig, ja, irgendwann hat man halt die Confidence, dass du sagst, okay, ja, gut, ich habe schon so und so viele Probleme jetzt gehabt und gelöst. So, das wird mich jetzt auch nicht umbringen. Ne? Das finde ich ganz geil, weil du weißt irgendwann, es gibt kein Problem, für das es keine Lösung gibt. So. Ja. Und du bist auch in der Lage, es meistens, also idealerweise schnell zu lösen, weil es gibt halt dann irgendwann so ein paar Shortcuts, wo du weißt, okay, ich muss das jetzt so und so angehen. Ne? Ja, spannend. Und du bist noch relativ jung, ne? Genau, also ich werde diesen Monat 30, leider. Also die 3 steht dann irgendwann davor. Aber ansonsten, genau, fühle ich mich noch jung. Macht dir die 3 Angst oder? Nein, also das ist einfach eigentlich Quatsch. Also im Grunde ist es, wie man so schön sagt, das Alter ist einfach eine Zahl. Und ich glaube, mittlerweile hat sich das Ganze so ein bisschen verschoben. Also ich habe von irgendwem jetzt letztens gehört, irgendwie das heutige 40 ist das gestrige 30 gewesen oder ja, sowas. Oder sowas ähnliches. Und ich glaube, genau, man kann jetzt vor allem quasi die Aufgaben, die man jetzt hat, man ist ja meistens im Büro, also sehr viele Leute machen ja eher Dienstleistungen oder irgendwelche Bürotätigkeiten. Ja. Und die kann man ja auch zum Beispiel im hohen Alter ausführen. Aber jetzt in unserem Alter muss man gar nicht drüber nachdenken, finde ich. Nein, ich frage, ich finde es deshalb lustig, weil Bodo, mein Co-Founder, Shoutout, der hat auch immer so Bammel vor der 30 gehabt. Aber halt aufgrund einfach der Tatsache, gut, dass er weiß, dass ab 30 irgendwie so neue Lebensabschnitte folgen und sowas. Oder man generell einfach älter wird. Mich hat das persönlich nie gestört. Ich fand 30 eigentlich immer, ich dachte mir so, yeah, geil, 30, so neuer. Aber ich habe gehört, das ist das beste Alter zwischen 30 und 40. Also das. Ja, würde ich auch sagen, weil du hast halt eine gewisse Lebenserfahrung schon. Mhm. Und ich würde sagen, je nachdem, was für ein Stadium du bist, aber jetzt mit eigenem Unternehmen, halt mega geil, weil du kannst dich halt dann nochmal voll entwickeln. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber wenn du jung bist auch, also ich rede ja auch mit Leuten, die sind Anfang 20, wo man nicht denken würde, dass die Anfang 20 sind und was die schon aufgebaut haben, das ist geisteskrank. Ja, man vergleicht sich die ganze Zeit. Also ich kenne so viele Leute, die sind, wie du schon sagst, irgendwie 21, 22 und crazy. Haben so viel mehr erreicht als wir beide zusammen. Und man vergleicht sich natürlich halt immer und denkt, hey, was habe ich denn eigentlich mit 16 gemacht, wo die schon genauso weit waren wie wir ganz beide genau. Quasi. Und ja, aber das ist halt natürlich halt sehr schwierig, sich immer mit anderen Personen zu vergleichen. Jeder hat seinen eigenen Weg, jeder hat seine eigene Geschichte quasi. Und auch andere Möglichkeiten, sag ich mal, heute, wenn die jünger sind, ne, als wir damals. Also wir haben damals noch nicht so viel vor YouTube und Co. gehangen, ne? Waren eher draußen. ja, sehr cool. Eugen, was ist denn dein Background? Also bevor wir gleich so ein bisschen in eure Story einsteigen, wie kam es dazu, dass du Pummies gegründet hast und ich meine, die D2C-Brand aufzubauen auf dem Level, macht man nicht mal einfach so. Mhm. So, was hast du vorher gemacht und wie kam es zu dieser Idee? Ich fange mal einfach an. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert in Kiel. Und dort habe ich meinen jetzigen Partner Fahd, mit dem ich Pummies zusammen gegründet habe, kennengelernt. Er hat dort Informatik studiert. Und wir haben beide neben dem Studium, auch als wir uns halt noch nicht kannten, schon irgendwas mit Online-Marketing zu tun gehabt. Bei mir hat es klassisch mit Nischenseiten angefangen. Mhm. Das sind solche Blog-Seiten für Nischenthemen. Mhm. Bei mir waren das, glaube ich, Kinderuhren damals oder andere Themen. Und man hat versucht, diese Seite dann mit Blogbeiträgen zu füllen, sodass die bei Google auf den ersten Plätzen ankommt. Auf dieser Seite waren dann Amazon Affiliate Links und wenn irgendjemand darüber gekauft hat, hat man eine kleine Provision als Taschengeld bekommen. Mhm. Und genau, da habe ich quasi studiert, hatte einen Nebenjob, 450-Euro-Job mit Mindestlohn und habe halt diese Möglichkeit entdeckt, diese Nischenseiten aufzubauen. Und mein Ziel war es quasi, neben dem Studium 500 € zu verdienen, damit ich diesen Nebenjob nicht mehr machen kann und damit ich das machen kann, was mir Spaß macht. Und quasi, da war noch dieses passive Einkommen richtig in, auch auf YouTube. Wann war das? Das war 2016, 2017, genau. 2016, okay. 2017. Ja. Okay, schon was her, ja. Ja, genau. Wie gesagt, da habe ich studiert und irgendwann habe ich halt
gemerkt, hey, außer dass ich diese Blogseiten machen kann, kann ich das ja auch anderen Unternehmen anbieten und habe so ein bisschen als Freelancer, als Ein-Mann-Agentur gestartet und habe dann irgendwann auch Webdesign, Facebook-Ads, Google-Ads, SEO, alles Mögliche quasi an lokale Unternehmen quasi verkauft und da die ersten Erfahrungen im Online-Marketing gesammelt. Und irgendwann habe ich dann, wie gesagt, meinen Partner kennengelernt. Der hat im Grunde das Gleiche gemacht, nur parallel in der gleichen Stadt, hat auch quasi SEO, Webdesign und dergleichen für Kunden angeboten. Und irgendwann haben wir uns kennengelernt und haben gesagt, hey, mein Studium ist halt fast zu Ende. Wollen wir einfach mal ausprobieren, dass wir unsere Fähigkeiten quasi zusammenlegen, unsere Stärken zusammenlegen und das einfach gemeinsam machen. Und genau, das haben wir ein paar Monate zusammen ausprobiert und seitdem genau, haben wir ein gemeinsames Unternehmen, haben dann quasi als Agentur gestartet und genau, wir heißen auch die SEO GmbH. Unser Fokus war SEO, Suchmaschinenoptimierung, ja. Aber wir waren der klassische Bauchtaschenladen, wir haben von Softwareentwicklung bis über irgendwie Flyer, Webdesign, SEO, alles was man mögliche, halt lokal so braucht, ne? Genau, alles mögliche angeboten an alle unterschiedlichen Kunden, von irgendwie Handwerker, Steuerfachkanzlei, E-Commerce. Und wie lief das damals schon? Also so umsatzmäßig? Mhm. Weil ihr habt ja quasi Zeit und Dienstleistung verkauft, ihr habt ja so gesehen keinen krassen Einkauf gehabt, sei denn, ihr habt jetzt irgendwie Print produziert oder so. Da wart ihr ja, wie alt wart ihr da? Ja, das war halt bis, wir haben halt tatsächlich mit E-Commerce erst 2021 gestartet, genau. Und wir waren da, das war 2019, 2020, als wir angefangen haben. 2019 haben wir angefangen. Okay. Genau, also vor 5 Jahren quasi. Das heißt, da schon erste Umsätze generiert als Agentur quasi. Genau, genau. Konntet ihr davon schon leben? Ja. Ja? Ja. Das war dann mehr als passives Einkommen. Genau, das war ein bisschen mehr als passives Einkommen, aber es war jetzt auch kein großartiges Level. Wir waren so bei mittleren fünfstelligen Umsätzen quasi im Monat. Aber man muss sagen, wir haben auch übertrieben viele Fehler gemacht, übertrieben viel falsch gemacht, wenn man das so das rückblickend betrachtet. Als Beispiel, wir haben ja für andere Online-Marketing angeboten, um Neukunden zu generieren, um neue Bewerber zu generieren und so weiter. Aber am Anfang haben wir selbst Leads über Portale eingekauft. Okay, also relativ teuer. Genau, obwohl wir das halt eigentlich hätten mit unseren Fähigkeiten selber generieren können. Ja, und wir haben irgendwann festgestellt, dass es nicht der richtige Weg ist und uns dann so im Nachhinein quasi so ein bisschen verbessert. Aber ich glaube, man vernachlässigt sein eigenes Business sowieso. Wenn man sich auf andere Businesses fokussiert, haben wir auch, wir haben ja vier Jahre lang gar nichts für uns gemacht. Einfach kein Kopf, keine Zeit und irgendwie hat sich auch einfach dann entwickelt. Aber das ist ja genau sowas. Also da gehst du einfach, finde ich, auch, jetzt kann man sagen, dumme oder smarte Wege. Aber du setzt halt deine Ressourcen, sage ich mal, vielleicht gewinnbringender ein für andere Unternehmen, um dein Unternehmen selber zum Wachsen zu bringen. Ich glaube, die eigene Webseite ist immer so das klassische Beispiel. Die Kundenwebseiten sind halt immer viel, viel besser und auf dem neuesten Stand gewesen und irgendwie bei SEO viel, viel gut besser aufgestellt quasi. Ja. Und die eigene Webseite musste man dann irgendwann nachhinein irgendwann mal am Wochenende so ein bisschen optimieren nach 2 Jahren. Ja, genau. Ja, gut, das ist der Klassiker, denke ich. Ja. Wann wurde dann Pamis gegründet? 2021? 2021 hatten wir davor noch ein anderes E-Commerce-Projekt. Das waren so die ersten Schritte. Irgendwann hatten wir nicht wirklich Lust auf das Agenturleben, muss ich sagen. Ich finde, das ist immer eine Geschmackssache. Ja, stimmt. Und man muss auch ein bisschen schauen, wo die eigenen Stärken sind. Mhm. Ich finde, als Agentur muss man vertrieblich sehr, sehr stark sein. Und Fahrt und ich waren halt eher, haben unsere Stärken halt eher im Aufbau gesehen, in der Hintergrundarbeit, sagen wir es mal so, im Aufbau von Marken, von dem Online-Marketing. Aber wirklich dieses Vertrieb am Telefon war halt nicht so unser Ding. Mhm. Und zweitens haben wir dann irgendwann gemerkt, uns macht es auch nicht so viel Spaß für Kunden, das Marketing umzusetzen, wenn die Kunden teilweise andere Bereiche des Unternehmens quasi nicht so machen, wie wir das halt machen würden und dadurch die gesamte Dienstleistung wenig Sinn ergibt. Ja, okay, verstehe. Genau, wenn du zum Beispiel das beste Online-Marketing machst, die besten Leads rübergibst, der dir aber zum Beispiel nicht abschließen kann oder nicht anruft oder andere Sachen macht, die wir zum Beispiel anders machen würden, dann ist das halt ein bisschen schwierig. Ja, okay. Und genau, irgendwann haben wir gedacht, hey, wir wollen unser eigenes Projekt mal versuchen, D2C. Und das waren personalisierte Nachtlampen, Lofima. Mhm.
Du musst es dir so vorstellen, du lädst zum Beispiel ein Bild von dir und von deiner Frau hoch oder von dir und von deiner Oma zu Weihnachten. Wir haben quasi auch an Weihnachten gestartet. Eine Zeichnerin oder ein Zeichner zeichnet dieses Bild nach und dann schmeißt man das in so eine Software rein, hat einen Laser und graviert auf dem Plexiglas quasi dieses Bild. Und dann steckt man das halt in so eine, Ah, und dann genau, so leuchtet eine das. Basis, genau, und dann leuchtet das von unten. Und dann hast du so eine individuelle Okay, krass. Sache. So ein kitschiges Geschenk quasi, so Ja. zum Valentinstag, Gibt's zu das noch? Weihnachten. Wir haben noch drei Laser rumstehen und noch viel Ware, aber das haben wir schon zugemacht. Genau. Okay, also das war quasi der erste Schritt, sage ich Genau. mal, so eine Brand aufzubauen. Und wie kommt man auf so eine Idee? Also auch bei Pummies jetzt gleich, wie kommt man drauf, weil du sagst, du hast schon 40 unterschiedliche solcher Schuhe oder Produkte in der Hand gehalten. Wie kommt man dann drauf, zu sagen, okay, ich mache jetzt das 41. und ich mache das besser? Das ist ja eher so ein Snox-Case eigentlich so. Ja, Also, also Entschuldigung. mittlerweile, also davor kannte ich, also hat mir, habe ich mich mit diesem Produkt eigentlich nicht so richtig beschäftigt. Es waren zwei unterschiedliche Geschichten. Also bei den Lampen war das halt eine reine spontane Idee. Vater hat sich damals TikTok heruntergeladen, das erste Mal. Ich hatte es nicht, er hat es halt auch nicht. Und irgendwann hat er halt gemerkt, hey, da gibt es ein virales Produkt. Lass uns damit starten. Und wir haben halt direkt einen Laser geholt, Lager angemietet, Ware importiert und quasi, Ach so, sowas gab es schon in der genau, Richtung. das gab schon in der Richtung und wir haben halt gedacht, hey, das ist ein cooles Produkt, wir könnten es bestimmt auch gut vermarkten. Und genau, dann haben wir es gemacht, aber wir haben das ein bisschen unterschätzt. Es war dann von der Umsetzung her gar nicht mal so easy, wie wir das gedacht haben. Okay. Und wir dachten, man kriegt das irgendwie mit Photoshop oder sowas hin, aber nicht, dass das eine echte Person danach zeichnen muss. Genau. Und ja, wie gesagt, am Ende haben wir dieses Projekt so ein bisschen eingestampft, weil das einfach ja, sich nicht mehr gelohnt hat. Wir haben gemerkt, selbst wenn wir das Zehnfache der Bestellung quasi haben werden, ist das 10-mal so viel Aufwand. Du hast dann quasi keine Economy of Scale-Effekte, sondern das ist ein linearer Effekt sozusagen, also linearer Kosten, linearer Aufwand, der dann mit dem Wachstum einhergeht. Und dann haben wir uns halt gedacht, wir brauchen irgendein anderes Produkt, was nicht personalisiert ist. Weil bei den Lampen war es halt auch so, ich habe dich zum Beispiel also nachzeichnen lassen und dann hast du gesagt, dann hast du uns als im Kundensupport geschrieben, ja, aber meine Ohren sind doch kleiner als auf dem Bild oder irgendwie meine Nase ist da ein bisschen Boah, das kann ich schief. mir gut vorstellen, Genau. ja. Und irgendwann dachten wir, nee, wir wollen einfach irgendwie. Richtiger Pain. Genau, es war voller Pain auf jeden Fall, aber auch das Ganze zu lasern, das ist auch eine eigene Geschichte. Auf jeden Fall haben wir uns gedacht, wir brauchen irgendein Produkt, was einfach standardisiert ist, was wir einfach in den Schuhkarton oder in irgendeine Verpackung packen können, verkaufen können und das an den Kunden abschicken können. Der ist happy, das ist immer gleich, Easy immer Process. genau, easy process. Ich muss halt sagen, jedes Produkt hat seine Vor- und Nachteile. Wir haben dann auch nur die Vorteile zum Beispiel von Schuhen gesehen. Es hat auch natürlich halt auch andere Nachteile. Und diesmal sind wir analytischer vorgegangen. Davor, wie gesagt, war es einfach ein TikTok-Video und in 2 Wochen hatten wir schon quasi den Shop, den Laser und alles Mögliche. Krass. Und dann haben wir uns halt quasi gedacht, wir sind, ja, wie gesagt, kommen wir aus dem IT-Hintergrund, sind eher so rational denkende Menschen quasi von der Persönlichkeit her. Dann haben wir uns halt überlegt, welche Produkte haben quasi die Vorteile, die personalisierten Lampen nicht hatten. Und quasi die Nachteile nicht. Und was könnten wir halt gut verkaufen? Wir haben uns halt unterschiedliche Märkte angeschaut, auch Südamerika, USA, hier in Europa, von Frankreich und so weiter. Und haben uns einfach mal angeschaut, was gibt es generell auf dem Markt, was hat generell Potenzial. Bei den Lampen war vor allem der größte Pain, dass das krass saisonabhängig. Das heißt, wir haben zu Weihnachten Naja, gestartet, klar. das ging richtig gut. Aber ab Januar ging es dann wieder bergab. Dann hat man wieder einen kleinen Spike zum Valentinstag gehabt und dann war das Ganze halt tot bis irgendwie Muttertag oder sowas. Ja. Und genau, wir haben uns, wie gesagt, darüber überlegt, was könnten wir halt wirklich das ganze Jahr über verkaufen. Und genau, sind dann irgendwann auf die Schuhe gekommen und genau,
Vorher kannten wir die halt auch nicht und jetzt inzwischen. Ach, gab es die vorher nicht so quasi, wie es die Lampen vorher gab, genau, diese personalisierten, sondern es war schon so ein First-Mover-Ding vielleicht, was ihr aus anderen Märkten irgendwie mitgenommen habt? Genau, also es gab, also wir waren nicht die allerersten mit dem Schuh, aber jetzt gibt's, ich glaube, irgendwie 200 Shops, die ungefähr was Ähnliches quasi wie wir verkaufen, in unterschiedlichen Qualitäten. Und irgendwann haben quasi auch große Unternehmen wie Deichmann und so weiter, ja, hat auch mit diesen Schuhen nachgezogen, aber in, sagen wir mal, einer anderen Qualität und einer anderen Form. Genau. Ja, gut. Ja, klar, die haben dann andere Möglichkeiten nochmal. Genau. Ne? Und die Leute, die es kaufen, denen ist wahrscheinlich dann nicht so krass wichtig, wie jetzt die Leute, die einen Birkenstock-Schuh kaufen. Ein Birkenstock-Schuh ist auch ein Hausschuh. Den kriegst du für 10 Euro, kriegst du 100 Euro. Ne? So als Beispiel. Ja, genau. Also wie gesagt, ich finde unsere Qualität auf jeden Fall deutlich besser. Und von außen her optisch sehen die halt sehr, sehr ähnlich aus. Aber man muss die wirklich einfach in der Hand halten und wirklich das nachfühlen. Wolltet ihr, war von Anfang an der Plan, ein sehr hochwertiges Produkt zu schaffen? Weil da hattet ihr ja noch nicht den Vergleich, bevor quasi das ganze, der ganze Müll, sag ich mal, an den Markt kam. Oder kam das dann später, wo ihr gemerkt habt, okay, wir haben jetzt viel Wettbewerb und wir müssen was an der Qualität unseres Produktes ändern? Genau, das Zweite auf jeden Fall. Aha. Also wir haben erstmal, wollten wir mit einem Produkt starten und antesten, ob das jetzt überhaupt läuft, quasi der klassische Product-Market-Fit-Case. Dass man halt erstmal schaut, ob das passt. Und jetzt haben wir halt erst, wie gesagt, mit der Zeit auch durch Kundenfeedback rausgefunden, was stört die Leute, auch vielleicht irgendwie an der Größe, an der Form, am Design, und sind gerade dabei, quasi das immer nach und nach zu verbessern. Okay, ja, macht Sinn. Jetzt habt ihr ja eine sehr wilde Story in Form von Wachstum hinter euch. Frage dazu vorab, wie kapitalintensiv war denn die Gründung von Pummies und so diese ersten Produkte, weil ihr seid ja dann relativ schnell von null auf achtstellige Umsätze gegangen in 12 Monaten. Wie kann ich mir das vorstellen? Weil ihr wart zwei normale Dudes. Wie kann ich mir das kostentechnisch vorstellen am Anfang? Ja, ich muss sagen, das war halt immer ein fließender Übergang. Also wir haben ja davor schon die Agentur gehabt. Und da hatten wir auch schon ein paar Mitarbeiter. Jetzt nicht so viele, aber vielleicht so 3 bis 5 Stück. Genau, dann hatten wir die Nachtlampen, da hatten wir halt auch, wie gesagt, ein Lager, ein paar Mitarbeiter, so ein kleines Lager, damals noch irgendwie 150 Quadratmeter. Genau, und das war halt immer ein fließender Übergang. Wir haben halt nie ein Projekt komplett zugemacht und dann plötzlich das nächste gemacht, sondern halt immer nach und nach. Und Lufima war auf jeden Fall vom Start her, also das waren die Nachtlampen, kapitalintensiver, weil, wie gesagt, wir haben direkt richtig viel importiert, Laser gekauft, alles Mögliche uns reingeholt und dann erst den ersten Verkauf gemacht. Okay. Hier haben wir das Ganze, sind wir das Ganze ein bisschen anders vorgegangen. Wir haben On Demand? Dann genau, Dropshipping gestartet. Das heißt, man bezahlt halt natürlich halt erst, wenn der Kunde das Produkt bekommt. Also das Produkt wird halt direkt vom Hersteller quasi verschickt und wird halt nicht zuerst zu uns ins Lager verschickt und wir verschicken das. Genau, das ist halt das klassische Dropshipping. Der Vorteil ist, man kann halt sehr schnell neue Produkte antesten und bindet halt nicht so viel Kapital. Das heißt, die Gründung war jetzt, also die Gründung in Anführungsstrichen von Pummies, war jetzt in dem Punkt GmbH gründen und vielleicht ein paar andere Sachen noch. Genau, also wir haben das quasi über die gleiche GmbH immer laufen lassen. Okay. Genau, ja. Welche Firma steht dahinter heute? Die SEO GmbH. Ach, läuft es über die? Okay. Genau. Ah, okay. Ja, smart. Konntet ihr das, habt ihr dann Unternehmensgegenstand geändert? Oder, genau. Ja, okay. Im Grunde ist das halt auch eine Bonitätsfrage. Zum Beispiel, immer wenn man eine neue GmbH gründet, ist man halt komplett neu quasi. Man kann dann sich nicht mal irgendwie im Backup finanzieren. Stimmt, das ist auch das Thema natürlich. Gerade wenn du was vorfinanzieren musst, ist es schwer, dann an Kapital sowieso zu kommen. Okay, aber das hat mit dem Dropshipping dann so wunderbar geklappt. Ja. Okay. Habt ihr, das heißt, ihr braucht doch kein Fremdkapital, das heißt komplett bootstrapped gewachsen. Genau, bis zu einer gewissen Zeit auf jeden Fall, ja. Genau, dann ging es halt, wie gesagt, und später ab einem gewissen Punkt ist es halt im E-Commerce schwierig, nur aus dem reinen Cashflow zu wachsen, weil es im Vergleich zu einer Agentur natürlich halt andere Margen sind. Genau. Klar, und vor allen Dingen, wenn du natürlich so ein Scale hinlegst wie ihr jetzt, dann brauchst du auch Produkte. Und irgendwann musst du vielleicht da deine Stocks anders auffüllen. Vom Monat her, vom Zeitraum her, wann
Wann war so diese Stunde Null, sag ich mal? Mhm. Also wann seid ihr gestartet mit Pamis? Und wann habt ihr diese 10 Millionen, die achtstelligen Umsatzschwelle geknackt? Wir haben im Mai 22 gestartet. Ende Mai, ich glaube am 20. haben wir quasi Geburtstag von Pamis. Mhm. Dann haben wir quasi direkt die Sommersaison mitgenommen, weil Sommer ist halt unsere stärkste Saison. Das sind ja, vor allem, wie gesagt, Schuhe, die man gerne im Urlaub trägt und so weiter. Und haben dann quasi im Juni den ersten richtigen Monat gehabt. Der war auch nicht wirklich profitabel. Da mussten wir noch richtig viel rausfinden. Und ich würde sagen, ich glaube, April 23, also Mai 22 haben wir gestartet und April 23 hatten wir den ersten Millionenumsatz. Genau. Okay. Ja. Es war halt immer so ein wachsender Prozess quasi. Okay. Mai 22 gestartet, April 23 den ersten Millionenumsatz. Kannst du konkretisieren? Genau. Wie meinst du das? Also wie viele Millionen? Das ist ja dann genau, also über eine Million quasi. Über eine Million, genau. Okay. Und wie lange hat es dann gedauert, bis ihr auf achtstellig seid? Genau. Also im Sommer 23 waren wir, glaube ich, schon achtstellig auf jeden Fall. Also okay. Genau. Ach, dann so schnell danach trotzdem. Also genau. Okay, quasi, klar, also, dann ist natürlich eure Main-Season gestartet. Also ich meine den Millionen-Monatsumsatz. Also wir haben jetzt nicht die Millionen geknackt, sondern die Millionen in einem Monat quasi. Genau, erreicht. Okay, boah, das ist stark. Ja, ja, mega. Und jetzt stellen sich alle die Frage, wie? So, was waren so die Hebel, die ihr getätigt habt? Du hast ja gerade den Background ein bisschen erzählt, wo du herkommst. Wahrscheinlich werdet ihr auch euch damit schon, werdet ihr wahrscheinlich angefangen haben, damit aus Unternehmen zum Wachsen zu bringen. Mhm. Was waren so die Channel, auf die ihr euch fokussiert habt und wie kam es zu diesem rasanten Wachstum? War einfach dieser krasse Product-Market-Fit so extrem da, dass ihr euch das Zeug aus den Händen gefressen haben? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Man muss sagen, da spielen halt mehrere Dinge eine Rolle. Und zwar, das sieht halt natürlich alles nach einem schnellen Wachstum aus, worauf wir auch stolz sind. Auf der anderen Seite haben wir auch noch die ganzen Jahre davor, die wir uns mit Online-Marketing beschäftigt haben, viele Sachen ausprobiert haben, die vielleicht jemand nicht hat, diese Erfahrung quasi nicht hat, wenn er jetzt heute mit einem E-Commerce-Business startet. Ja, absolut. Genau, und das darf man halt natürlich nicht vergessen. Das heißt, das Wachstum war halt quasi nicht über ein Jahr oder über eineinhalb Jahre inzwischen, sondern schon über die letzten 5, 6, 7 Jahre quasi davor. Habt ihr es quasi angewendet auf dieses Produkt und es hat halt gezündet. Genau. Und wir haben uns auf jeden Fall auf die klassischen Channels fokussiert, auf Meta-Ads, Google-Ads, Influencer, Native teilweise. Mhm. Und genau, so der Mix sozusagen aus diesen ganzen Channels hat dann quasi den Erfolg gegeben. Und was würdest du sagen, hatte den größten Anteil? Waren das eher Push-Kanäle oder Pull-Kanäle? Mhm. Ich würde sagen, hättest du mich das vor ungefähr einem halben Jahr gefragt, hätte ich gesagt, Meta auf jeden Fall als Beispiel. Jetzt, wo man sich noch viel mehr mit Attribution beschäftigt hat, sich die Sachen, die Zahlen nochmal richtig genau angeschaut hat, sieht man, dass das halt immer ein Mix. Mhm. Also im E-Commerce ist ja das. Finde ich gut jetzt. Ja. Ja, im E-Commerce ist ja das Klassische, du hast ja eine bestimmte Customer Journey. Also das heißt, der Kunde sieht ja nicht direkt das Produkt und kauft, das ist halt der optimale Case. Aber oft ist es ja so, dass er zum Beispiel, dass du zum Beispiel jetzt von den Pamis was mitbekommst, von irgendwie einer Freundin oder sowas. Du googelst danach, schaust dir das an, gehst halt erstmal weg. Dann siehst du eine Facebook-Werbeanzeige, klickst da drauf, siehst es nochmal, dann siehst du vielleicht eine Influencerin, die irgendwas darüber sagt und dann googelst du nochmal und klickst auf meine Google Ads. Und da ist halt die Frage, worüber bist du jetzt gekommen? Also welcher Channel hat jetzt zu deinem Kauf beigetragen? Die Aktivierung. Genau. Ja. Und da muss man halt sich natürlich halt anschauen, was ist der First Click, was ist der Last Click, wie ist die Customer Journey. Wir nutzen halt auch Post-Purchase Survey. Genau. Das heißt, nach dem Kauf kommt der Kunde auf so eine kleine Umfrage, wo er gefragt wird, hey, wo hast du das erste Mal von Pamis erfahren? Wie bist du jetzt überhaupt auf den Kauf gekommen? Und quasi diese Fragen. Und genau, im Grunde ist das Fazit des Ganzen, dass es halt ein Mix aus diesen ganzen Channels ist. Das ist jetzt kein, also ich würde jetzt nicht sagen, irgendwie nur TikTok zum Beispiel hat jetzt irgendwie... Das heißt, es hält sich die Waage, ja. So im Prozentual, sag ich mal. Ja, es hält sich die Waage. Okay, das ist...
ja mega spannend ist, aber das, was wir immer predigen, dass es einfach so wichtig ist, den Kunden in seinen verschiedenen Situationen abholen zu können. Und wenn dann natürlich noch in der, gut, ich meine, es macht es natürlich schwierig, später dann gewisse Kanäle mehr zu gewichten als andere, wobei es ja sicherlich bei euch auch Tendenzen gibt. Aber es ist halt mega cool, weil du halt so viel krasseres Wachstum generieren kannst, wenn du irgendwie 4 Stellschrauben hast, die du hochziehen kannst, als wenn du irgendwie nur in einen Kanal reinpushst und der halt irgendwann ineffizient wird und dann musst du dir Gedanken machen. Okay, krass. Habt ihr da von Anfang an Fokus drauf gelegt, sage ich mal, verschiedene Dinge durch eure Vergangenheit auszuprobieren und dann auch gleichermaßen irgendwie zu gewichten? Oder ist das auch irgendwie so zufällig passiert? Ihr habt so 1, 2, 3, 4 Tests gemacht, habt gesehen, okay, läuft ja alles eigentlich ganz gut. Also okay, pushen wir überall ein bisschen. Ich würde sagen, wir haben halt immer mit der Zeit dazugelernt. Also auch jetzt, würdest du mich jetzt in einem halben Jahr wieder fragen, würde ich halt auch sagen, was haben wir für einen Quatsch vor einem halben Jahr gemacht? Das ist immer so. Genau. Und wie gesagt, wir haben halt immer so von Monat zu Monat irgendwelche neuen Erkenntnisse gehabt, irgendwas dazugelernt. Man lernt ja immer auch andere Leute kennen im E-Commerce, im E-Commerce-Game. Ich finde, im E-Commerce hat man eigentlich voll die coole Bubble, weil man ja so viele unterschiedliche Zielgruppen hat, so viele unterschiedliche Produkte. Und natürlich, das ist halt quasi die negative Seite, wird sehr viel kopiert, irgendwelche Webseiten-Elemente werden übernommen und so weiter. Aber um aufs Positive quasi zurückzukommen, wenn du jetzt Hundefutter verkaufst und ich meine Sandalen, haben wir ja trotzdem ungefähr die gleichen Probleme, die gleichen Sorgen. Aber ich freue mich, wenn du mehr Hundefutter verkaufst, du freust dich oder hast zumindest nichts dagegen, wenn ich mehr Sandalen verkaufe. Vielleicht haben wir sogar dieselben Käufer. Genau. Man hat idealerweise dieselbe Zielgruppe und man kann sich dann wunderbar austauschen. Ja. Und das finde ich halt in dieser E-Commerce-Bubble richtig nice. Ja, das ist ja auch also für mich der Vorteil von einer Agentur gegenüber irgendwie einem Inhouse-Team bei einer Brand, weil wir natürlich auch den View auf verschiedene Kunden haben und wir wären ja auch blöd, wenn wir das nicht nutzen würden. Mhm. Natürlich nutzt du deine Erfahrungswerte, die du mit vor Pummies gemacht hast oder den Austausch, den du mit anderen hast, genauso ist es bei uns ja auch. Wenn wir wissen, in der Zielgruppe performt XYZ gut oder der Kanal gut und die Kunden haben dieselben KPI, dann matchen wir das ja auch. Und deswegen ist dieser Austausch super wichtig. Also glaube ich vor allen Dingen, dass man voneinander lernen kann und auch dieses Miteinander halt wachsen, ne? Weil es ist ja, man arbeitet ja nicht gegeneinander. Ja. Du tauschst ja mit keinem anderen Shop aus. Ja, also wenn es ein direkter Wettbewerber ist, ist natürlich schwierig, aber wenn es halt ungefähr die gleiche Zielgruppe ist, dann kann man sich halt gegenseitig richtig gut helfen. Ja. Und als Agentur sagst du ja selbst, da ist halt der Vorteil, dass du diesen breiten Überblick hast. Du siehst ja nicht nur meinen Shop, du siehst vielleicht noch andere 5 Shops sozusagen in der gleichen Kategorie und kannst halt quasi dein Wissen auf alle möglichen, auf alle Kunden quasi anwenden. Ich stelle mir es trotzdem sehr, sehr krass vor, weil wenn ich mich an uns erinnere, wir haben ja ungefähr eine ähnliche Journey, nicht in der Geschwindigkeit, aber sage ich mal vom Umsatz her und auch von der Diversifikation unserer Marketingkanäle her. Ich weiß auf jeden Fall, dass es eine krasse Challenge war, also da reden wir dann über, sag ich mal, über sich hinauswachsen, auch was du gerade meintest. Vor allem, wenn man verschiedene Channel bedient und vor allen Dingen sich in verschiedene Channel auch erstmal reinfuchsen muss, die aufbauen muss, jetzt zum Beispiel, wie ihr das gemacht habt. Und dann in der Geschwindigkeit. Worauf ich hinaus will ist, was waren so die Challenges bei dir? Weil das war definitiv eine Challenge von mir, weil in dem einen Termin redest du mit einem Kunden über, keine Ahnung, Podcasts. Im anderen Termin redest du mit Managements über YouTube-Influencer-Marketing. Da musst du Printproduktion machen und du in deinem Kopf einfach in dieser Geschwindigkeit, das war einfach richtig fordernd. Und dann natürlich Thema Mitarbeiter und Co., dem allen gerecht zu werden. Was waren so bei euch die Hürden in dieser kurzen Geschwindigkeit? Ja. Ich muss halt sagen, ich habe das natürlich vielleicht ein bisschen einfacher gehabt, als wenn man das halt direkt alleine startet. Ich habe ja noch meinen Partner und wir konnten uns halt immer die Aufgaben aufteilen. Also er hat auf jeden Fall einen sehr großen Teil zum Beispiel übernommen im Bereich Import, im Bereich Logistik und so weiter, womit ich mich zum Beispiel jetzt nicht so viel beschäftigen muss. Ganz kurz, wo kommen die Produkte her? Aus Asien, aus China. Okay, genau. Habt ihr von Anfang an so gemacht und auch heute noch so? Genau, ja. Okay. Wir haben halt unterschiedliche Hersteller angeschaut, auch in Europa und so weiter. Und genau, dann haben wir einen sehr zuverlässigen, sehr guten Lieferanten gefunden. Mhm. Genau. Hürden, Challenges. Genau, Hürden, Challenges. Zu den Channels, im Grunde ist das halt auch so ein Step-by-Step-Ding. Also du baust ja irgendwann Wissen quasi im zum Beispiel Facebook-Ads auf. Dann gehst du halt im Nachhinein sozusagen und schaust dir noch andere Kanäle an. Und
da haben wir uns halt natürlich auch Unterstützung von Agenturen geholt. Mhm. Zum Beispiel bei Google Ads haben wir halt immer noch einen Partner, der uns halt begleitet. Wir haben auch eine Beratungsagentur quasi geholt, die uns da auch unterstützt hat und die uns auch viele Sachen quasi gezeigt hat, die wir halt noch nicht kannten. Mhm. Und so gesehen konnten wir halt immer Wissen auch von anderen schöpfen, von anderen sammeln. Das versuchen wir auch jetzt immer noch und versuchen das Ganze in-house zu bringen. Mhm. Ich bin so ein Fan davon, also ich bin sehr großer Fan von einem starken In-house-Team, aber ich finde Agenturen, Coaches, Consulting hat alles seine, spielt auch eine sehr, sehr große Rolle. Denn wie gesagt, als Coach zum Beispiel oder als Agentur hast du diese Vogelperspektive. Mhm. Du siehst jetzt nicht nur, du bist jetzt nicht in meiner Bubble gefangen, in der ich jetzt bin, sondern du hast diesen breiten Überblick über das ganze Thema. Hast zweitens halt auch weniger Emotionen quasi zu dem Adspend zum Beispiel, den man hat. Ja, das stimmt. Genau, das ist auch ein sehr, sehr großer Vorteil. Man ist vielleicht ein bisschen mutiger auch, genau, ne, manchmal. Man ist vielleicht ein bisschen mutiger, probiert mal so ein bisschen ein paar Dinge aus. Und das braucht man halt auch, weil man kann auch nicht als Founder einfach alles wissen und alles lernen. Man muss sich halt auch Wissen von woanders einkaufen. 100%. Von Experten. Ja. Genau. Haben wir auch so gemacht. Also wie gesagt, in Kanälen, die wir reingegangen sind, waren wir auch am Anfang unerfahren. Klar, woher sollten wir es auch wissen? Haben uns auch mit vielen Leuten ausgetauscht. Ne? Ich glaube, das ist auch wichtig. Und genau wie du haben wir auch vorher partnerschaftliche Einkaufsbeziehungen gehabt und haben aber dann auch zugunsten von Profitabilität für den Kunden, für bessere Ergebnisse, natürlich auch das Inhouse geholt, uns die direkten Einkaufsbeziehungen geholt. Ich glaube, das macht auch einfach gutes Unternehmertum aus, wenn du auf der anderen Seite gute Ergebnisse erzielen willst für deine Kunden oder für dich selber. Ist ja erstmal egal. Von daher... Ich glaube, Mehrwert steckt immer drin. Am Ende ist es, glaube ich, eine Geschmackssache, wie man es aufbauen will. Ich finde, man darf halt nie so, also wenn man halt schnell wächst, da sehe ich jetzt sehr viele Leute werden, die halt sehr, ja, sehr, sehr schnell quasi vom Mindset so, dass die halt alles wissen und dass die denken, ja, okay, jetzt habe ich halt alles raus, jetzt brauche ich halt auch keinen Input mehr von außen. Das weiß man nie. Also man hat nie alles raus. Man weiß es nie und ich hoffe, dass wir uns nach dem Podcast zum Beispiel über Print unterhalten können. Da, absolut, gerne. Genau. Ich finde, man kann von allen Leuten halt was dazulernen. Es kommt immer irgendwas Neues dazu und man kann halt echt unmöglich irgendwie von allen gleichzeitig Bescheid wissen. Ja. Genau. Ich finde, es gibt auch bei uns strategische Partnerschaften, wo wir es theoretisch selber machen könnten, wo wir aber mit anderen spezialisierteren Agenturen und Partnern arbeiten. Am Ende so, dass der Kunde das nicht spürt, weil klar, dann haben wir halt irgendwie Profit Share oder sowas. Ja. Verdienen dann halt weniger, aber wir können halt bessere Ergebnisse garantieren, weil wir auf der anderen Seite jemanden haben, der macht das halt fokussiert, daily und kann da einfach noch bessere Ergebnisse erzielen. Und ich finde, solche Sachen strategischer Natur sind dann auch einfach super, super sinnvoll. 100%. Was mich mal interessieren würde, wenn du das droppen darfst, also erstmal die Frage, wie viel musstet ihr denn abgeben an der Company, wie viel haltet ihr noch? Wir haben 100% beide. Also wir teilt euch 50-50. Genau. Okay, das heißt, ihr musstet euch quasi Geld leihen, aber ihr habt keine Investoren reingeholt. Genau, wir haben keine Investoren. Okay, sehr nice. Und jetzt stellt man sich die Frage, 29, gehst auf die 30 zu, Unternehmen aufgebaut, das achtstellig Umsatz macht. Was bedeutet das denn für dich? Also was bedeutet das für dich? Ist da was hängen geblieben? Wird alles reinvestiert? Genau, also man ist auf jeden Fall stolz auf das, was man geschafft hat. Also wir beide, denke ich mal, halt mit meinem Partner und mit dem gesamten Team. Also wir sind ja, muss man halt dazu sagen, mittlerweile so um die 40 Leute und nicht mal zwei Jungs, die das Ganze aufgebaut haben, sondern da steckt sehr, sehr viel. Das meiste macht ja quasi das Team. Wir bringen ja die Ideen, wir bringen den Impuls da rein. Irgendwann ist es so. Ja. Genau. Aber das meiste macht ja quasi das Team und ohne das Team hätten wir das Ganze nicht so aufbauen können, wie wir das aufgebaut haben. Und genau, das ist quasi der Weg, den man quasi gegangen ist. Auf der anderen Seite fühlen wir halt immer noch so, als ob wir, also wir sind halt noch am Anfang. Also das ist, wenn man sich andere anschaut, also im Grunde, man vergleicht sich halt ja immer mit den nächstbesten, mit den höheren Unternehmern sozusagen und man ist einfach noch so weit am Anfang. Wir kommen halt ja, wie gesagt, aus Kiel, das ist eine relativ kleine Stadt. Wenn man da so dieses Umfeld hat, dann ist man halt vielleicht ein bisschen weiter als gewisse andere, aber wenn man
die Welt ein bisschen breiter betrachtet, dann ist man einfach noch so ein kleiner Fisch, ja. Noch komplett am Anfang und noch, hat noch gar keinen Plan vom Leben sozusagen. Und ich finde, da können wir noch sehr, sehr viel lernen, sehr, sehr viel weiter wachsen und das gerade das, was überhaupt Spaß macht. Also, das ist ich finde es immer faszinierend, die Antworten, sage ich mal, von Leuten, die, sag ich mal, für Außenstehende was Großes aufgebaut haben, die gehen immer in dieselbe Richtung. Ich würde das heute auch so sagen, oder ich sage das auch, wenn mich jemand fragt, dass man halt natürlich total dankbar ist und wahrscheinlich auch überrumpelt von dem, was passiert ist. Und man kriegt irgendwie, finde ich, eine viel reflektiertere Sicht auf Geld und auf so ein Wachstum, ne? Und man hat ganz andere Ziele irgendwann. Aber um nochmal nachzubohren, jetzt, man denkt sich, okay, ey, komm, die machen 10 Millionen Umsatz oder mehr, die halten beide 50% an der Company. Was bleibt da hängen? Was haben die denn jetzt privat? Musst jetzt nicht im Detail droppen, aber würdest du sagen, da ist gut was hängen geblieben und da kannst du heute, hast du schon gut Substanz aufbauen können? Ja. Oder ist das so ein klassisches Ding, okay, wir schreiben eine schwarze Null und müssen jetzt eigentlich weiter krass pushen und skalieren, damit sie halt diesen Hebeleffekt haben, damit wir für unsere Zeit entlohnt werden, sag ich mal. Ja, ich würde sagen, da denken wir schon langfristiger. Natürlich hat man sich quasi was aufgebaut, womit man so seinen Lebensstandard quasi halten kann oder womit man jetzt vielleicht irgendwie einen bisschen besseren Lebensstandard sich erarbeitet hat. Aber das meiste reinvestieren wir halt natürlich oder fast alles oder alles reinvestieren wir. Und nur so ist halt dieses Wachstum halt überhaupt möglich. Also wir wollen halt weiter wachsen. Für uns ist das jetzt kein Endergebnis oder jetzt auch nichts Besonderes mittlerweile, muss ich jetzt ehrlich sagen, sondern man hat da viel, viel größere Ziele. Und um diese Ziele zu erreichen, muss man einfach weiter investieren, weiter Gas geben und sich eigentlich nicht so wirklich darauf ausruhen. Gerade, glaube ich, in eurem Business, ne? Was sind da so die, sag ich mal, die krassesten Investitionen, die man tätigen muss, dann schon in den Stock und im Marketing, oder? Genau, die beiden Sachen, Stock, Marketing, Personal ist halt auch, wächst halt auch mit der Zeit. Klar. Zum Beispiel, wenn ich mir irgendwie Snox anschaue mit 150 Mitarbeitern oder Purelay oder sowas oder so, ja, Unternehmen, die größer sind als wir auf jeden Fall halt, aber die ungefähr in derselben Branche quasi sind. Da hast du halt schon erstmal die Vorfinanzierung fürs Personal, bevor halt quasi sich die als Profit Center rechnen. Genau, und damit, also mit der Größe wächst halt natürlich halt auch die Verantwortung davor. Ganz am Anfang waren wir halt. Das Risiko. Genau, und das Risiko waren wir halt zwei Jungs. Ich sag's einfach plakativ: Wenn der Monat jetzt nicht gut lief, dann könnten wir halt einfach nur Haferflocken essen und das würde halt reichen. Aber jetzt hat man ja quasi die Verantwortung für Personal. Jeder, also nicht jeder, aber viele von den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, die wir haben, haben eine eigene Familie, die haben auch Kinder. Die wollen diese Sicherheit haben und die wollen wir halt natürlich bieten. Und immer am Ende des Monats muss man schauen, egal ob man sich gut fühlt, ob man sich schlecht fühlt, ob das Wetter gut ist oder nicht, die Gehälter müssen überwiesen werden. Und das ist für uns Prio 1. Und ich würde sagen, also wir sind auf jeden Fall stolz, dass wir noch nie irgendwie haben irgendwie ein Gehalt ausfallen lassen aus irgendeinem Grund, sondern das ist uns auf jeden Fall mega wichtig. Also das ist die Prio und das wollen wir auch weiterhalten, indem wir wachsen, dass wir auch quasi stabil und sicher da wachsen. Ja, ja, ich meine, das ist auch am Ende das Wichtigste, weil eure Mitarbeiter sind so gesehen euer Kapital, die bringen den Laden mit nach vorne und natürlich muss gewährleistet sein, dass ihr denen dadurch die Sicherheit geben könnt, bevor ihr euch selber Kohle rauszieht. Ne? Das macht halt auch, finde ich, einen guten Chef und einen guten Unternehmer aus. Du hast gerade schon Ziel angesprochen, was ist denn das Ziel? Oder die Vision? Ja, die Vision ist es, Pommies zu einer richtigen, großen internationalen Marke auszubauen. Jetzt ist die so ein bisschen in Deutschland bekannter durch unsere Marketingaktivitäten. Da haben wir auch natürlich viel, viel reingesteckt, viel, viel Mühe und Geld natürlich. Und jetzt wollen wir das Ganze wirklich so in einer Marke etablieren. Das ist quasi das Ziel. Das hört sich halt plakativ an, aber im Grunde ist es jetzt quasi, also wir wollen weg von einem, hey, das ist ein Shop, der ist einfach schnell gewachsen und ist ein cooles Ding, zu einer Brand, das ist wirklich eine Marke und die ist einfach da. Mhm. Egal, ob Fahrt und ich da sind, sondern die ist einfach da und die wird auch bleiben. Okay, also einfach auch das wieder, glaube ich, normal, glaube ich, in deiner Situation, dass du den Wunsch hast, okay, ich will jetzt
nachhaltig, was mit Substanz irgendwie, jetzt nicht für die Ewigkeit, klingt so krass, aber halt aufbauen, was halt irgendwie da bleiben kann. Ne? Und wie wollt ihr das anstellen? Also mit den Maßnahmen, die... Gute Frage, ne? Ja, das interessiert uns jetzt. Ja, indem wir einfach, ich würde sagen, einfach weiter Gas geben, mehr lernen und mehr von dem machen, was wir gerade machen. Und aber habt ihr andere, sag ich mal, andere ja. Strategien oder Kanäle, die ihr irgendwie im Kopf habt, mhm. die ihr angehen wollt? Ja, wollen auf jeden Fall, also ein Punkt ist, dass wir unsere Produktpalette erweitern wollen. Mhm. Im Grunde ist es so, dass wir ja fast ein One-Product-Shop sind. Also wir haben halt 1, 2, 3, 4, 5 Produkte, aber mhm. das war es halt auch. Und eine echte Marke, ein echter Shop hat natürlich halt mehr SKUs mhm. auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall so, dass ja, das Ziel oder der Weg für dieses Jahr, dass wir das Ganze aufbauen. Das heißt, vor Internationalisierung Produktpalette diversifizieren. Genau. Ja, genau. Und dann im Grunde ja auch die Zielgruppe vergrößern, andere Marketing-Challenges vielleicht mit reinnehmen. Mhm. Schauen wir uns halt unterschiedliche Sachen an, sprechen mit anderen Marken. Aber im Grunde muss man halt immer noch das Potenzial aus den vorhandenen Sachen ausschöpfen. Da ist man auch noch nicht am Limit, noch ja. lange nicht am Limit, noch lange ja. nicht am Ende. Und es gibt weitaus viel, 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 viel größere Shops, die ja quasi nur in Deutschland, nur mit Shopify, nur mit Meta quasi viel, viel weiter sind als wir. Und da sind wir noch lange nicht auf dem Level. Ja, okay. Das heißt einfach genau das Bestehende verbessern und mhm. dann strategisch gucken, was macht jetzt Sinn, wie zum Beispiel die Produktdiversifikation. Ja. Was ist denn eure Zielgruppe? Ja, wahrscheinlich weiblich, genau. überwiegend vom Alter her? Eigentlich querbeet. Die ist Was schätzt du, was unsere Zielgruppe ist? Ich stelle das auch den Bewerbern sehr häufig. Ich würde schätzen, die Zielgruppe, also wenn ich jetzt mal überlege, woher ich das Produkt kenne, so, also mhm. ob es jetzt euers war, ist ja erstmal egal, aber das Produkt mhm. an für sich kenne, würde ich sagen, die Zielgruppe ist so zwischen 16 und 24. Mhm. Das ist auch eine sehr häufige Antwort, die man bekommt. Tatsächlich ist die Zielgruppe ein bisschen älter. Stimmt, du hast mir sogar schon gesagt. Oder? Genau, haben wir, glaube ich, schon drüber gesprochen. Die ist auf jeden Fall ein bisschen älter. Klar, es kaufen auf jeden Fall auch 16-jährige, 20-jährige Mädels unsere Produkte, sind auch happy. Aber auch viele, die teilweise älter sind, auch 40, 50 plus, ist auch bei uns eine große Zielgruppe. Ja, man muss es, glaube ich, unterscheiden. Ja. Wenn man an das Produkt denkt und guckt, wer es trägt und wo man sieht, mhm. dann könnte wahrscheinlich die jüngere Zielgruppe hinkommen. Ja. Aber wir wissen ja jetzt, dadurch, dass es diese Produkte, keine Ahnung, von 40 unterschiedlichen Marken gibt, mhm. Klar ist natürlich auch die Kaufkraft sehr abhängig von der Zielgruppe. Das heißt, euer Produkt ist ja etwas, was habt ihr für ein Average Order Value? Ungefähr 50, würde ich dann sagen. 50 Euro? Ja. Okay, das heißt, im Schnitt kosten eine Sandale so 50 Euro. Oder kaufen die mehr Produkte? Günstiger, aber die kaufen meistens mehr Produkte. Okay. Genau. Wir haben die ja in unterschiedlichen Farben, das ist halt der Vorteil. Und mhm. Man kann die halt immer zum Beispiel zum Kleid, zum Bikini, zu Short, zu was auch immer kombinieren. Mhm. Wenn du irgendwie ein grünes Oberteil hast, hast du dann auch grüne Schuhe und dann passt es halt. Genau. Ja, macht Sinn. Genau. ja, okay. Sorry, Zielgruppe ist eigentlich älter. 40, genau. 50. Ist spannend. Genau, vielleicht noch kurz davor. Wir haben ja quasi über die Offensive gesprochen, was mhm. wir quasi offensiv noch weitermachen. Ja. Und Fahrt und ich, also wir unterscheiden da halt immer quasi zwischen Offensive und Defensive, wie beim Fußball. Man mhm. hat die Stürmer, die Tore schießen, man hat den Torwart und die Abwehrstürmer, die ja das ganze quasi das Tor dicht halten, dass da keine Bälle reinkommen. Und beides ist halt gleich wichtig. Also mhm. das bringt nichts, wenn die Stürmer richtig viele Tore schießen, wenn wir am Ende kassieren. Und deswegen ist ein sehr, sehr wichtiger Part, auch vor allem für dieses Jahr, die Defensive auszubauen. Mhm. Durch dieses schnelle Wachstum sind natürlich halt auch einige Sachen auf der Strecke geblieben, mhm. die wir jetzt immer im Nachhinein versuchen zu verbessern. Sei es Kundensupport, sei es Lieferzeiten, Logistik, bessere Verpackung, Qualität von den Produkten, alles Mögliche, Design von den Produkten und so weiter. Und das ist für uns für dieses Jahr auf jeden Fall ein mega wichtiger Part, weil mhm. das eine ist, ich würde behaupten, das ist nicht schwierig, ein Produkt, was halbwegs ein Product-Market-Fit hat, richtig hoch zu schießen. Die Schwierigkeit ist, das auf diesem Level zu halten und weiter daraus dieses Unternehmen aufzubauen. Mhm. Ich glaube, viele denken zum Beispiel so wie bei Snox, hey, die haben ja die schweren Zeiten hinter sich und jetzt können die halt quasi zurücklehnen und entspannen. Aber jetzt kommen halt ganz andere Herausforderungen. Mhm. Und ich höre mir zum Beispiel oft den Podcast von OMR an, also von Philipp Westermeier. Mhm. Und wenn man sich zum Beispiel Leute wie irgendwie Tarek Müller von About You sich anschaut,
Der hat ja, ja ein Unternehmen, ich glaube, das war sogar im DAX eine Zeit lang zu Corona-Zeiten. Mhm. Der hat, glaube ich, auch gesagt, dass er irgendwie die letzten Jahre waren die schwierigsten Jahre seines Lebens. Obwohl man einfach denkt, hey, das ist ja ein Milliardenunternehmen. Ja. Und genau, die ganzen Schwierigkeiten kommen ja erst danach. Die Schwierigkeiten. Klar, natürlich mit den nächsten Hürden, die du nimmst oder den nächsten Steps, es läuft ja nicht immer alles glatt. So, perfektes Beispiel, sein IPO, hat er, glaube ich, drüber gesprochen, wie wenig diese Aktie jetzt mittlerweile wert ist und dass das eine Katastrophe ist, so gesehen. Und wie krank einfach vorher dieses Unternehmen dastand, ne? Ich habe mir auch einen Podcast mit ihm angehört. Ich glaube, das ist aber schon Jahre her. Das fand ich auch sehr inspirierend. Da hat er erzählt, wie neue Market Launches machen. Wirklich im Detail. Ich wollte mir letztens nochmal reinziehen, aber ich habe ihn nicht mehr gefunden. Da ging es darum, dass er gesagt hat, okay, wir wissen mittlerweile ganz genau, wie wir in einen neuen Markt reingehen. Die sind ja super international mittlerweile. Und er hat gesagt, okay, wir machen erst so einen TV-Push, dann haben wir 2-3 Wochen später, geben wir Vollgas mit Influencer rein und dann haben wir irgendwie noch so ein fettes Event und dann sind wir da. Dann kennt jeder About You und wir sind voll in place. Schlau. Und das fand ich so geil, weil das ist genau das. So, du hast es irgendwann, kannst du es lesen und du kennst die Formel, um dein Unternehmen, sag ich mal, in einem neuen Markt, den du nicht kennst, einfach so krank präsent zu machen. Und aber natürlich kann dabei auch mal was schief gehen, ne? Das ist nicht alles ein Garant für Erfolg. Ich finde, das ist nochmal ein richtig gutes Beispiel, warum es wichtig ist, sich auch Expertenwissen von woanders reinzuholen, weil was Tarek Müller dann quasi für ein Expertenwissen hat, weil Erfahrung. Also, genau, die ganze Erfahrung, die er über die Jahre gesammelt hat, wenn er jetzt irgendwie neu irgendwie in Italien launchen müsste oder in Peru oder sowas, dann wüsste er genau, das sind die Steps. Erstmal TV-Spot, was sind irgendwie die größten TV-Kanäle in Peru, was weiß ich. Da das Buchen wird es ungefähr so viel kosten, dann mache ich dieses Event und bla bla bla. Er kann halt schon diese ganzen Schritte. Ja, die Roadmap hat er schon. Genau, die wir halt noch gar nicht wissen. Genau. Ja, richtig. Nein, absolut. Wo waren wir gerade? Bei Challenges auf jeden Fall. Genau, das jetzt andere Challenges. Defensive. Genau. Was meinst du denn mit Defensive? Okay, hast du gerade erklärt mit dem Prozessoptimierung und sowas. Ne? Genau, Kundensupport, bessere Produktqualität und so weiter. Ja. Wie sieht denn bei euch das Thema Bestandskunden aus? Also seid ihr überwiegend über Neukunden gewachsen oder auch sehr viel über Bestandskunden? Wir haben halt immer wieder versucht, natürlich halt viele Bestandskunden zu reaktivieren. Ich würde aber sagen, dass es fast alles nur Neukunden gewesen sind. Okay, das ist dann krass. Wir haben jetzt inzwischen über 300.000 Kunden uns aufgebaut. Man muss halt sagen, das ist natürlich schwierig, Bestandskunden was zu verkaufen, wenn man eine geringe Produktpalette hat. Stimmt. Weil wenn du höchstens über die Farben. Genau. Über die Fashion. Aber irgendwann hat irgendwie deine Freundin, deine Frau schon 4-5 Farben und egal welche E-Mail-Newsletter wir da rausschicken, egal wie viele Rabattcodes wir vergeben, die hat einfach schon 5 Schuhe im Schrank und das reicht dann, denke ich mal, auch für die meisten. Naja, gut, das stimmt natürlich. Ja gut, aber das macht natürlich dann super Sinn mit der Erweiterung. Aber okay, von dem, was du sagst und auch mit den Farben und aus, sag ich mal, Lifestyle-Fashion-Sicht, haben die Leute ja schon mehrere Produkte bei euch. Genau, genau. Wie viele Produkte haben die von euch? Oder wie oft kaufen die in der Regel? Im Schnitt würde ich ja sagen, so 3-mal mindestens auf jeden Fall. Okay. Ja. Ist ja auf jeden Fall schon mal, spricht für das Produkt und auch für euch. Okay. Eine Sache, du wolltest ja über Print sprechen, die mich wirklich interessiert, weil du meinst, ihr habt 300.000 Kunden mittlerweile. Genau. Und auf dem Umsatzlevel, wie viele Pakete versendet ihr am Tag? Weil das ist natürlich super spannend für eine Brand wie euch, diese Paketslast, die ihr habt, zu monetarisieren in Form von Barter-Deals. About You macht sowas auch. About You verbartert auch sein Volumen, klar. Die haben natürlich ein Volumen von, ich glaube, 400.000, 500.000 im Monat. Ich weiß gerade nicht, wie aktuell das ist. Aber die können 400.000 bis 500.000 Paketslots verbartern mit Flaconi, wo sie ein Perfect Match haben, Fashion und Kosmetik, mit HelloFresh verbartern, wo die Zielgruppen perfekt sind. Das könntet ihr auch machen. Ich weiß, also du meinst dann quasi zum Beispiel irgendwelche Goodies von anderen Marken quasi auch mit reinlegen, weil wir diese Zielgruppe quasi da haben. Genau. Okay. Ihr habt beide eine weibliche Zielgruppe, average 30 bis 40 Jahre alt, beide ähnlichen Average Order Value, 50, 60 Euro.
Unternehmen A packt seinen Flyer bei euch in die Pakete für 2 Monate, weil ihr denen, sagst du mir jetzt gleich, 20.000 Pakete anbieten könnt auf 2 Monate. Eco4 vielleicht 100.000. Und ihr macht dasselbe. Und dann tauscht ihr einfach untereinander, habt nur die Produktionskosten und könnt eigentlich höchst profitabel Neukunden gewinnen. Ist ein schlauer Move, glaube ich. Ich würde sagen, dass wir für diesen Move halt noch nicht so weit sind. Weil jetzt ist ja, wie gesagt, unser primäres Ziel ist es ja, Pummies als Marke zu etablieren. Und da sind wir halt noch komplett in den Anfängen. Ich finde, wenn wir jetzt zum Beispiel andere Produkte mit reinlegen, dann verwischt das sozusagen, dann verweichlichen wir sozusagen so ein bisschen die Marke. Und wir wollen halt erstmal, dass die Leute halt auch mehrere Touchpoints halt haben. Also wie gesagt, dass die Kunden, dass die Bestandskunden auch mal ein bisschen mehr von uns kaufen, dass die wissen, hey, so sehen die Pakete von Pummies aus. Und irgendwann, ich glaube, auf eine... Also ihr wollt erstmal, dass sie Geld eher mit euch ausgeben, anstatt bei anderen? Ja, 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 halt auch, aber dass die halt eher mit unserem Logo quasi in Berührung kommen. Also ja, dass ja, die okay. halt eher, dass wenn, sich wenn das die mehr Pummies einbrennt. Auch, wenn die das Paket auch machen, dass die halt Pummies sehen und nicht eine andere Marke. Okay. Und ich glaube, das macht halt bei Shops auf jeden Fall Sinn, die zum Beispiel auch andere License-Deals zum Beispiel haben. Zum Beispiel, wenn wir jetzt noch Nike-Schuhe mit anbieten würden und Adidas und so weiter. Also wenn wir halt so kleiner Zalando werden, dann macht das halt natürlich Sinn. Weil man hat halt, also man hat ja eher so einen Marktplatz als einen eigenen Shop. Aber wir verkaufen halt nur unsere eigene Eigenmarke. Und da denke ich, da sind wir halt noch nicht so weit von der. Glaubst du, dass das so ist, dass sie, dass, weil ich höre das oft tatsächlich, dass Gründer oder genau, Online-Shop-Besitzer Angst davor haben, ihre Käufer, die ihnen ja so heilig sind, was verständlich ist, zuzuspammen irgendwie mit Werbung oder so. Dass dann sagen die, okay, hey, Retouren lassen wir außen vor, die kriegen nicht nochmal den Flyer oder wie auch immer. Habt ihr, also ist das eine Hypothese oder sag ich mal, einfach eine Ausrichtung, wo du sagst, nee, ich möchte das einfach nicht, weil ich möchte, dass meine Kunden so und so mit uns in Berührung kommen? Oder habt ihr das irgendwann mal erfragt oder so? Ist natürlich eine Hypothese. Also wir haben jetzt noch keine anderen Goodies oder sowas da reingelegt oder wir haben halt unseren eigenen Flyer mit einem kleinen Rabattcode für den nächsten Kauf oder mit ein paar Tipps zur Gebrauchsanweisung und so weiter, Links zu Social Media. Und das könnte man natürlich halt als Test starten. Ich würde halt sagen, wie gesagt, man hat als E-Commerce-Unternehmen unterschiedliche Baustellen, unterschiedliche Hebel. Und das wäre halt einfach eine Variable, die noch mit dazukommen würde, die man halt auch mit berücksichtigen muss, die man auch mittesten muss. Habt ihr ein eigenes Lager? Ja. Okay, das heißt, da hättet ihr so gesehen keine Fulfillment-Kosten, also keine Beilegekosten über einen externen Dienstleister, sondern wahrscheinlich über eigenes Personal. Genau, eigenes Personal. Auch schon, das ist auch schon super, weil das sind meistens auch Kosten, die dann so sowas sprengen können. Okay, lass mal kurz überlegen. Aber du hast die Frage mit den Paketen nicht beantwortet. Ach so, was schätzt du, wie viele Pakete ihr rausschickt? Also es wird wahrscheinlich nicht linear sein, sondern aufs Jahr gesehen? Genau, aufs Jahr gesehen ist das natürlich halt auch schwierig, weil wir noch in dem Wachstum sind. Das ist halt immer quasi auch eine Frage, also, hey, wie die ganzen Jahreszahlen sind halt noch viel zu früh, weil Pummies gibt es ja nicht mal seit 2 Jahren gerade. Ja. Wie gesagt, das hängt halt immer so von der Saison ab, von der Marketingkampagne und so weiter. Aber das sind genau zu Saison sozusagen sind schon ein paar tausend Pakete am Tag. Okay. Genau. Okay. Das Saison wäre bei euch dann? Sommer zum Beispiel. Genau. Das heißt Mai bis August. Genau. Okay. Ja gut, das sind ja dann schon können ja schon schnell 30.000, 40.000 im Monat sein. Ja, auf jeden Fall. Boah, das ist aber richtig stark. Also ich sag's dir aus Erfahrung, das ist auch für Brands, die in diesem Kanal aktiv sind, super spannend. Ja. Und noch ein Thema, wenn wir es schon hier konkretisieren können. Die Brands, es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, so zu bartern, zu tauschen, sondern dass Brands sich auch da einkaufen. Ne? Stimmt, dass wir woanders ihr, bartern quasi. Also das, nee, dass ihr Geld damit verdient, dass ihr Brands bei euch reinpackt, die damit Neukunden gewinnen. Gibt's ja auch die Möglichkeit, so gesehen. Das meine ich mit Pakete monetarisieren, entweder indem ihr Neukunden gewinnt durch Tauschgeschäfte, aber auch indem ihr, sag ich mal, Einnahmen habt, die ihr wiederum für eure Marketingzwecke nutzen könnt. Genau, das meinte ich. Also das meinte ich. Ich glaube, ich dachte, das läuft halt quasi darauf hinaus, dass wir, wie gesagt, in unsere Pummies-Pakete quasi fremde Das wäre bei beiden Fällen quasi so. Nur die eine Variante ist halt, du kriegst dann auch die Beilagen in dem Paket des anderen Shops. Okay, verstehe, dass man dieses Tauschgeschäft quasi hat. Genau. Okay, verstehe. Oder es geht natürlich auch einseitig. Du kannst dich einseitig nur bei
About You jetzt wahrscheinlich nicht, aber nur bei Flaconi einkaufen. Mhm. Oder Flaconi kann sich einseitig bei dir einkaufen. So, gibt's auch die Möglichkeit. Es ist auf jeden Fall eine coole Möglichkeit. Ich finde, also im E-Commerce ist ja so, man testet halt viel AB, irgendwelche Conversion-Optimierungssachen und so weiter. Und ich finde, in unserem Stadium, wo sich jetzt noch sehr viel verändert, wo vielleicht irgendwelche neuen Produkte dazukommen, wo sich Produktverpackung ändert und so weiter, wir sind gerade sehr viel am Umstellen, auch was die Logistik angeht, dann wäre das quasi eine Variable, die, wie gesagt, noch mit dazukommen würde. Die wir dann, ja, in der Logistik natürlich. Wir dann nie richtig auswerten könnten. Weil das kann sein, dass das richtig gut funktioniert. Aber gerade zu dieser Zeit haben wir dann irgendwelche anderen Sachen sozusagen. Als Beispiel, wir haben die Produktverpackung geändert. Mhm. Und dann sehen wir, hey, diese 5000 Dinge haben halt nichts gebracht, weil sich die Leute das nicht durchlesen, weil die diese Verpackung einfach direkt wegschmeißen, weil die so hässlich ist. Mhm. Und so könnten wir halt diese Hypothese halt nicht richtig testen. Und ich finde, man muss halt jede Variable quasi einzeln testen. Also man muss das wirklich so einzeln betrachten und sagen, hey, wir haben immer quasi, was weiß ich, 1000 Bestellungen am Tag als Beispiel. Wir haben diese Pakete, wir schicken das immer innerhalb von diesem Zeitraum raus. Das ist immer alles gleich. Und jetzt legen wir noch diesen Zettel dazu. Wie haben sich jetzt die Umsätze dazu verbessert? Klar, kann man das natürlich auch über einen Gutscheincode auswerten und so weiter und so fort. Aber dann weiß man halt nicht, ob sich das wiederum auf die anderen Sachen auswirkt. Und du willst einfach darauf hinaus, dass du nicht so, sag ich mal, confident wärst, das zum jetzigen Zeitpunkt zu testen, weil sich einfach gerade noch super viel verändert und ihr erstes glatt ziehen wollt. Genau. Sag ich mal, um die Customer Experience bestmöglich zu gestalten, um dann einfach Sachen zu adden. Genau. Weil logisch ist es auf jeden Fall, das zu tun. Genau, also für die Leute, die sagen, hey, ich habe einen konstanten Bestellfluss sozusagen oder ich habe was Konstantes, ich ändere jetzt nicht jeden Tag was in der Logistik, was gerade bei uns quasi der Fall ist, dann ist das eine geile Möglichkeit, denke ich mal. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also für Brands, die zuschauen, ich habe es gerade kurz erklärt, wie es läuft. Das sollte man sich auf jeden Fall angucken. Wenn man an dem Punkt ist, wo man sagt, hey, fulfillmentseitig und so, kann man das machen. Weil mit so einem Paketvolumen ist es halt schon mega spannend. Ne? Der Link ist in der Beschreibung. Ohne Witz kannst du halt ein paar hundert neue Kunden im Monat mit gewinnen bei den Conversion Rates, die möglich sind. Das glaube ich. Stark. Was würdest du mit deinem Wissen heute Leuten da draußen empfehlen, die jetzt zugucken? Oder die vielleicht auch den Wunsch haben, Passiveinkommen zu generieren. Das habe ich tatsächlich die Tage schon mal gehört in einem Podcast. Da ging es auch darum, dass die Jungs Blogbeiträge aufgebaut haben. Nicht Blogbeiträge, sondern Blogs aufgebaut haben, die sie dann verkauft haben. Irgendwie für 500 Euro oder so. Das geht, da kenne ich auch sehr erfolgreiche Leute. Was würdest du heute so nach deinem Werdegang und auch nach diesem schnellen Wachstum jetzt mit Pummies Leuten da draußen raten, auf was sollten die achten? Ja, also zum passiven Einkommen, also ich finde, zuerst kommt halt das aktive Einkommen und das passive Einkommen vielleicht irgendwann durch Investment sozusagen, aber das Allerwichtigste ist halt, sich erstmal ein aktives, größeres quasi Einkommen aufzubauen. ich würde halt sagen, welche Fehler sollten die vermeiden? Oder das Shortcuts gehen. Ja, das sind plakative Sachen, aber man muss sich halt immer vorstellen, was ist der größte, was ist jetzt das Wichtigste in diesem Moment, was ich tun muss? Und zwar will ich quasi darauf hinaus, dass man sich immer quasi fragen soll, was ist jetzt der größte Hebel, mit dem ich meine Zeit halt am besten investieren kann? Als Beispiel, wenn man noch gar nichts am Anfang hat, dann bringt es nichts, einen Monat lang an einem geilen Logo zu designen und sich irgendwie einen coolen Produktnamen zu überlegen, einen coolen Markennamen zu überlegen. Viele sagen halt auch, dass Pummies ein cooler Markenname ist. Und vor allem ist er international, das finde ich cool. Genau, also das ist eine coole Sache. Aber im Grunde hätten wir auch, wenn wir jetzt nochmal anfangen könnten, könnten wir auch mit einem XYZ-Shop starten, erstmal ein Produkt antesten, erstmal schauen, ob der Product Market Fit da ist. Mhm. Und dich kennt sowieso niemand. Mhm. Auch wir mit 300.000 Kunden, Deutschland hat halt 84 Millionen, der Dachraum hat über 100 Millionen Einwohner, da ist auf jeden Fall noch was zu tun.
Und wenn ihr heute noch das Problem, Problem habt, dass eure Marke noch nicht bekannt ist, so, dann könntet ihr sich theoretisch auch den Markennamen ändern. Darauf willst du hinaus, genau, also, wie unwichtig das ist. Genau, also ich will auf jeden Fall darauf hinaus, dass man einfach sich überlegt, was sind die wichtigsten Dinge. Und am Anfang ist es wichtig, sich einfach so schnell wie möglich quasi ein Produkt rauszupicken, wo man einfach denkt, dass es gut funktionieren kann, oder man entwickelt das, oder man kommt auf unterschiedlichen Wegen quasi zu diesem Produkt. Und dann muss man halt so schnell wie möglich versuchen, die ersten Sales zu generieren, die sich die Zielgruppe anzuschauen, zu schauen, was funktioniert, und sich auch nicht auf 1000 unterschiedliche Kanäle zu streuen. Das ist auf jeden Fall ja sehr, sehr wichtig, wenn man weiter wächst, dass man jetzt zum Beispiel nicht nur von Meta abhängig ist. Aber ganz am Anfang lerne ich so viele Leute kennen, die direkt mit Google Ads, Facebook Ads, Pinterest, SEO, alles Mögliche. Also Fokus. Starten. Ja, Fokus. Fokus ist wichtig. Fokus ist auf jeden Fall wichtig. Schauen, was und so ins Doing kommen. Ins Doing kommen, genau. So machen und den Proof dafür generieren, dass genau man in der Lage ist, das Produkt, was man gerne skalieren möchte, erfolgreich, dass man es überhaupt verkauft kriegt. So, genau. Bevor irgendwie das ganze fancy Zeug, Webseite und Co. Steht. Und im Grunde darf man sich eigentlich nie ausruhen, weil man hat nie diesen Zeitpunkt, setzt sich ja immer Ziele, hey, irgendwie das erste Mal, keine Ahnung, 10.000 Euro im Monat damit zu verdienen, das erste Mal sechsstellig im Monat, das erste Mal siebenstellig. Und man denkt, sobald dieser Zeitpunkt erreicht ist, dann ist halt alles gut. Dann ist halt alles entspannt. Nee. Was soll dann passieren? Aber dann fangen halt, wie gesagt, neue Probleme an, und man darf sich eigentlich nie so wirklich ausruhen. Also man muss halt immer dranbleiben und immer weitermachen. 100%, weil morgen kann alles anders sein, und ich finde, deswegen hatte ich dich vorhin gefragt, wahrscheinlich fühlt es sich auch mit achtstellig so an, als hättest du nichts, jetzt plakativ gesagt, weil so fühlt es sich für mich auch an, egal was du aufgebaut hast. Ich finde, als Unternehmer hast du immer irgendwie diese Angst, okay, morgen kann alles weg sein. Du hast immer diesen Drive, also finde ich, sollte man idealerweise haben, Dinge zu verbessern, zu optimieren und beständig zu machen. Weil dieses Gefühl irgendwie der Sicherheit, das gibt's halt nicht. Ja, man sollte sich auf jeden Fall, wie gesagt, Rat von Experten anhören, ob das Agenturen sind, ob es irgendwelche relevanten Beratungsunternehmen sind, oder ob es vielleicht irgendwie jemand einfach ist, der erfolgreich in einem komplett anderen Business ist. Synergien gibt's immer. Genau. Ja. Mein Partner, Fahrt, hat viel mit Bauunternehmern zu tun. Das ist ein komplett anderer Bereich. Mhm. Aber indem man diese Unternehmer beobachtet, kann man halt viel für sein E-Commerce-Business zum Beispiel lernen. Mhm. Und man darf nie quasi in dieser einen Bubble bleiben und sich irgendwie nur YouTube-Videos von E-Commerce-Leuten irgendwie anschauen. 100% gehe ich voll mit. Mal aufs Thema Finanzen einzugehen, weil ihr beide Wirtschaftsinformatik studiert habt? Ich habe Wirtschaftsinformatik, Fahrt hat Informatik studiert. Wie ist das bei euch aufgeteilt? Macht ihr das selber? Zu Beginn natürlich. Ja. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil es ist ja auch ein riesen Apparat und ein Skill, den man haben muss. Ja, wir machen das selber. Natürlich haben wir halt eine Steuerberatung, mit der wir halt zusammenarbeiten. Das ist ja klar. Mhm. Jetzt wird dieser Apparat halt natürlich größer. Man kann halt nicht alles nur aus dem Kopf entscheiden. Und das ist zum Beispiel auch eine Baustelle, die wir gerade haben, dass wir das Ganze halt auch, wie gesagt, in-house mehr ausbauen wollen, dass wir auch, wie gesagt, die Stelle des CFOs in Anführungsstrichen halt auch mit ausbauen wollen. Ja, okay. Ja, macht super Sinn. Ich glaube, das ist tatsächlich, ich bin froh, dass Bodo das bei uns macht, sich da reingefuchst hat, weil, wie du sagst, es kommen so viele Themen auf dich zu, also sowohl bei der Company-Gründung als auch später Finanzen und Stuff, die so hässlich sind, wenn man jetzt nicht diesen Background hat. Ich finde Marketing, also für mich persönlich, kann man einfacher lernen als sowas. Da muss man schon echt Bock drauf haben. Deswegen, ich glaube, das ist auch auf jeden Fall für viele Leute irgendwie ein Pain am Anfang oder etwas, was krass vernachlässigt wird. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, weil alle sagen halt, man muss sich auf seine Stärken konzentrieren, man muss das machen, was einem Spaß macht. Nee. Aber man darf das andere halt auch nicht vernachlässigen, nur weil einem die Buchhaltung gar keinen Spaß macht, nur weil, wenn man sich irgendwie die BWA anschaut, irgendwie einem schwarz vor Augen wird oder sowas, darf man das Ganze halt nicht vernachlässigen, denn das ist irgendwann teilweise viel, viel wichtiger als irgendwie die nächste Marketing-Hack. Ja, und genau. Gerade eigentlich muss ich eigentlich fast dazu zwingen, gerade die Dinge zu machen, die einem keinen Spaß machen, aber wirklich eigentlich sehr, sehr großen Hebel, wie gesagt, haben.
Ja, und nicht zu vernachlässigen, was auch für Auswirkungen haben kann, wenn man eben solche, wie nennt man das denn, Papierkram und sowas vernachlässigt, gerade in Deutschland. Auf jeden Fall. Das kann eine Company, die gut läuft, auch killen. Ja. Und, ja, ich denke, viele machen halt, sagen wir so ein bisschen den Fehler, dass sie sich halt auch nur auf andere verlassen. Zum Beispiel sei es bei Agenturen, das ist natürlich, ja, wie gesagt, man braucht darüber gar nicht zu sprechen, man braucht auf jeden Fall auch Experten, die einem beraten, die ein Wissen einbringen und so weiter. Was ich halt sehr oft sehe, dass die Founder quasi die Projektmanager von 10 Agenturen sind und 10 Beratungen und sowas und sich aber mit einzelnen Themen nie wirklich Gedanken machen. Buchhaltung, Steuern, das macht ja der Steuerberater, der macht das schon, der kennt sich damit aus. Das ist eine große Kanzlei. Facebook-Ads, da habe ich ja irgendwie einen zuverlässigen Partner. Google macht das der andere. Und ich habe mit jedem irgendwie in der Woche 30 Zoom-Calls. Und man fühlt sich halt wie ein krasser Unternehmer, aber im Grunde... Du musst schon ein bisschen deeper drin sein und das verstehen. Ja, sonst, man muss das schon echt nachvollziehen können. Ja. Also man muss nicht in jedem Bereich, und man kann jetzt nicht in jedem Bereich der krasse Experte sein, aber... Man muss schon ein gutes Verständnis bei den einzelnen Themen haben. Ja. Das Schwierige, denke ich mal, aber auch was mir spannend ist. Ja, nee, unterschreibe ich auf jeden Fall. Finde ich es auch ein gutes Schlusswort. Was geht jetzt bei dir noch so die Woche? Was steht an? Ich fahre jetzt auf jeden Fall zurück. Wir sind ja in NRW, fahren nach Kiel zurück und dort erstmal weiterarbeiten. Das ist natürlich... ein angenehmes Gespräch, aber da ist noch sehr viel zu tun. Da warten noch viel Arbeit auf uns. Und Kiel ist nicht gerade um die Ecke. Also Stimmt. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit auf dich genommen hast, hierher gekommen bist. Und ja, wünsche dir eine gute Rückreise. Und ich bedanke mich für den guten Talk. Danke für die Einladung. Gerne.